Soll ich dir unter Deko eine Zielscheibe fertig machen? Können wir die schon? Ja, ich kann dir ein Bogenziel hinstellen, dann kannst du schießen lernen. Ja, wenn das was bringt. Das liegt an dir. In 3 Wochen stoßen dann auch zu euch, dann habe ich endlich meine gute Internet. Ah, der Scooter möchte auch hier mitmachen. Ah. Oh, das sieht doch nach einem Dörfchen an. Es wird ja hier immer, ne? Wird ja immer besser. Was hat denn aktuell für eine Leitung? Oh, da musst du den Scooter fragen. Wir hatten ja am... Wann war das? Donnerstagabend? Donnerstagabend hatte ich ja mit der Swinne zusammen Walk the Walkers gestreamt und da ist der Scooter auch zugestoßen und der hat am Anfang ein paar Probleme. Ich meine, gut. Ich hatte auch Probleme, weil Stream und im Discord sein und dennoch den Host sein fürs Mehrspieler. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. 6K-Leitung momentan, schreibt er. Das ist ja doch mehr als ich habe. Ja. Darum machst du es auch auf YouTube. Und nicht doch selber am Stream. Holen wir uns die da, die Wölfchen? Ach ja, wir Wölfe töten, ja? Da sind ja noch ein paar. Alleine schaffe ich die, glaube ich, nicht, die 5. Ach, kommt alle her, da sind 6, da sind noch 2 oben auf dem Felsen. Aber die backen auch so komisch gerade hier rum. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ah, ich sollte mir mal angewöhnen. So. Bin ja wieder der Einzige, der hier um Ressourcen kümmert. Das wieder höre, ne? Dann der legt sich erstmal noch hin da oben, der. Witzig. Oder ist ja noch einer. Irgendwie habe ich so ein bisschen Mut, dass ich hier schon mal gestorben bin. Ja, so. Wo ist denn der jetzt hier da hinten dran? Oh, da war er. Mist. Irgendwie backt der hier rum, ich treffe den gar nicht. Oh, da sind 3 Wölfe bei mir jetzt. Das ist schade. Ha, tot. Was ist schade, dass du so viele Wölfe hast. Hast du gedacht, ich sterbe? Nein, niemals. Ich weiß doch, dass du das Spiel mehr als drauf hast. Ich hab dir schon mal gesagt, in Conan ist das beim Kämpfen wieder meine Stärke, weil Nahkampf ist, glaube ich, wohl doch. Na wohl, so wie du gestern mit dem Katana bei Left 4 Dead. Ja. Ich hab Charger los mit der Katana, ey. Und es hat geklappt. Hat riesen Spaß gemacht, muss man ja auch sagen. Ja. Auch wenn ich jetzt da nicht so gepunktet habe, aber trotzdem, sag ich mal, ich glaube, man muss ja nicht immer Kills haben, wenn man den anderen Leuten hochhilft, ist das ja auch schon mal. Ich wollte gerade sagen, letztendlich haben wir es geschafft, oder? Das ist das Wichtige, wir sind durchgekommen, darum geht's doch. Ja, nee, das sagt er ja auch, wir sind eigentlich sogar ziemlich gut, sind wir durchgekommen. Ja. Also bei mir hat's mit dem anderen, wo ich das erste Mal gespielt habe, hatten wir 2 Anläufe gebraucht. Okay. Welche sind denn hier? Wann wieder 7 Days to Die zocken? Ja, Scooter, das ist eine gute Frage. Da muss man die Swin mal auch fragen. Die wollte gestern eigentlich spielen, aber die wollte irgendwie erst um 23 Uhr spielen oder so. Und da habe ich gesagt, das würde höchstens eine Stunde noch was werden, weil wegen heute Conan. Ich muss da auch mal gucken, ob ich da auch irgendwie mal einen festen Streamplan, dann kann ich nämlich bald unter meinen Kanal schreiben, wann denn gewisse Sachen kommen. Oh, jetzt bin ich überlastet. Kein Holz, Mist. Ich hab Klauen vom Wolf und einen Wolfskopf. Ich hab auch Klauen und einen Wolfskopf. Wolfskopf in die Presse ausdrücken da, ne? Wegen Blut und so. Ja. Aber irgendwie bin ich gerade überlastet und ich hab kein Holz. Das ist blöd. Dann kann ich auch keine Foundations basteln. So. Also, wie gesagt, ey, du kriegst auf jeden Fall sofort Nachricht, sobald Sven da auch Zeit hat. Guter. Weil das Problem ist halt, dass er, naja. Momentan ist richtig viel eigentlich am Stream nötig. So, es passt, so, es passt. Tut mir auch wirklich leid, dass ich dich da auch so ein bisschen zurückhalten muss oder dich ein bisschen warten lassen muss, Gutter. Aber ich kann es nicht jedem recht machen. Ich glaube, das ist auch verständlich. Was ist denn hier alles für ein Kladderadatsch? Ich bin ja der Meinung, dass gerade wie blöde Kohle gefarmt, aber irgendwie ist die Kohle nicht mehr da. Wo ist meine Kohle? Lag die irgendwo drin oder was? Nee, ich hatte die ja gerade abgebaut und dann hatten wir so einen Kampf gegen Wölfe, aber ja gut, ist nicht so weiter jetzt auch dort ganz schlimm.
Real Life Kid vor. Ja, eben. Komm da mal wieder langsam nach Hause. Hier. Gut, so und so viel. Legen wir erstmal hier ein bisschen. Okay, das getrocknete Holz ist wirklich viel besser für die Schmieden. Interessant. Okay. Oder für die Schmelzen, eher gesagt. Also ja, aber das soll irgendwo dazwischen, dazwischen liegen, zwischen Öl und Kohle. Zwischen Kohle und Öl, genau. Aber das irgendwo dazwischen. Ist halt besser als Kohle. Kohle, ne? Ja. So. Trocknetes Holz kannst du ja mit Hilfe von Rinde und Holz in den Trocknern Dinger machen. Und Rinde kriegst du immer wieder raus, wenn du ja Holz, geformtes Holz herstellst, ne? Mhm. Oh, dann catch mal noch den Kopf aus. Das gefällt mir schon mal. So, Talente. So. Ist ja apropos Skillung. Stärke habe ich jetzt bei 25. Ich denke mal, nächsten Tag vielleicht könnte ich schon leveln. Und die nächsten Upgrades für Rüstung, also die nächsten Rüstungsverstärkungen und Waffen- und Werkzeugverstärkung. Ja. Schön, schön. Also wer hat, ihr habt beide Stahlwaffe und Stahlwerkzeug, ne? Ja. Mit einer Verstärkung drauf oder ohne? Ich habe beim Schwert Verstärkung. Ja, da habe ich euch bestimmt diese Dingsverstärkung draufgezogen. Genau, ich habe auf alles, außer auf die Messer, Verstärkung drauf. Ja, da habe ich auch nichts drauf, auf die Messer. Oh, weil... Mir fehlen Ascht. Ein Ascht? Ascht. Wie heißt denn das nochmal? Ich habe 19 Ascht. 19 Ascht. 19 Ascht. So. Aber kein Aschbecher. Kein Aschbecher, das ist nicht gut. Zack. Jetzt kann ich meinen Bogen wieder weglegen, nachdem ich die Pfeile alle verballert habe. Ist denn die ich mach mal Gedönse hier. Ich mach mal Gedönse. Mit der Presse hier. Die Presse ist ja so vielseitig, da kommt man überhaupt nicht drauf. Jetzt ist es wieder dunkel. Liebe es. Aus blauen Hochland-Bärenbusch-Samen lässt sich Öl pressen. Okay. Das habe ich im Internet gelernt. Oh, weg hier, du hast dich gespoilert, weg hier. Pfui, Deivel. Echt mal, ey. Ich muss das selber rausfinden. Minimal. Wer schmeißt denn jetzt gekochte Schalentiere hier in die Schmiede? Was geht's mal? Was stimmt mit euch nicht? Ich nicht. Gib die mir, ich esse die gerne. Nein, du isst doch gerne Menschenfleisch, oder nicht? Ja, aber Schalentiere da, ich nicht. Da habe ich gerade einen Wolf sterben hören. Kann das sein? Alter! Meine Träger helfen mir. Das war Mist. Ich habe die jetzt auch gleich getroffen. Das hat gerade gequietscht. Das könnt ihr nicht machen. So ein kleines. Im nächsten Leben werde ich Wolf. 13. Okay. Es heißt also, man braucht mehr als 13 Hochland-Buschbeeren-Samen. Hm? Werf mal 100 normale rein und dann gibt's immerhin 6 Öl. Guck mal. Na, guck, na schau mal, na, guck. Das nenne ich doch mal sehr effizient. 100 Samen, 6 Öl. Hey. Ja, ich sag mal so, wenn er tatsächlich, sind das alle oder nur die blauen? Also wie man, wie es aussieht, kann man alle Beeren reinquetschen.
Egal, was für eine Farbe. Ich weil ich sag mal jetzt... Die haben beim Fisch auch unterschiedliche Wertigkeit. Okay. Aber wie jetzt genau, frage ich nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin gerade Sicheln draußen. Also wenn ich mach mal 10. Mal gucken, ob das was bringt. Von den braunen, normalen Samen. Mhm. 10 bringt nichts. 12 bringt auch nichts. 20 bringt auch nichts. 30 bringt auch nichts. Gemein, müssen wir mal gucken, ne? 20 auch nicht. Ich vermute mal die magische 5. Nee, auch nicht. 60? Hm? Auch nicht. Was drückst du denn da jetzt ein? Ja, immer 10 Samen hin. Dann können die Braunen vielleicht nichts. 75? Warte mal. Hä? 75 bringt er nicht. Er hat mich getroffen. Oh. Ja, was guckst du da was? 79. 80. Was drückst du denn da rein? Also, ich bin ja blöd, ich muss ja auf Play drücken, vergiss es nochmal von vorne. Also, 10 bringt nichts. Das finde ich gut. Ja, einmal mit Profis hier. Einmal mit Profis, aber ja. 20 bringt ein Öl. Und 15 20? Übrig, also 15. Jetzt haben wir's. Braune Samen, 15, ein Öl. Okay, dann mach das mal mit blaue. Ja, Moment. Er nudelt den noch durch. 2, 2, 1. Öl ist durch. Jetzt hol ich mal 13 blaue, habe ich hier. Die bringen gar nichts. Okay. Könnten noch 2 fehlen. Ich gehe mal gucken, ob wir noch Samen rumliegen haben, die blauen. Müssten wir eigentlich noch. Willst du welche haben? Ich habe welche bei. Ja. Ich komm, warte, bleib hier, komm wieder zurück zum Rad, zum Sklavenrad. Ja. Das bin ich nicht. Das ist ja nicht. Ich bin so in der Presse im Haus. Achso, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er schon draußen gewesen wäre und freiwillig gesammelt hätte. Ohne Worte. Und welche Presse ist er denn? Hier. Da hinten. Ach, da steht er doch, hier vor mir steht er doch. Da haben wir 2 Pressen mittlerweile. Nein. Ja, hey Senno, schön, dass du da bist. Boah, ich bin sehr gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Also, machen wir Uhr 18. Auch 1. Also 15, 15. Ich vermute mal, das ist dann ziemlich wurscht, was für eine Farbe die haben. 15, ein Öl. Okay. Ja, Eisen übrig. Also ist es nicht viel, aber es ist was. 15, immerhin, als Abfallprodukt. Ja, mit der Sichel kriegst du wahrscheinlich einen Haufen Samen raus, ne? Nee, ja, Samen ist eigentlich wenig hier. Ich habe Holunderbeeren, Beeren und sowas, da kriege ich eine Menge von raus, aber Samen ist jetzt nicht so viel. Die sind nicht für Öl, die sind zum Trinken, oder? Ja. Also bräuchten wir eigentlich 2 Pressen. Eine nur für den ganzen Samenscheiß, so für Öl nebenbei. Macht mal, Kinders, macht mal. Ich halte mich da mal gerade raus, weil irgendwie... Ich habe Platz hier, sag ich mal. Du hab ich jetzt den Faden verloren. Du bist Fame, du brauchst keinen Faden. Oh, warum muss ich denn? Jetzt fängt der Dame wieder an. Nein, auch wieder verkehrt. Apropos, Folge ist zu Ende. Wir sind wieder überlang. Wir sind ja richtig lang. Überlang. Ja, jetzt wisst ihr immerhin auch, dass die funktioniert da mit dem Sämchen für Öl und so. Wieder was dazugelernt. So. Folgenende. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Senno, 7 Days wäre ich dabei. Wie meinst du das? Jetzt beim Zuschauen oder beim Mitzocken? Weil. Überlege gerade. Habe ich deinen Namen schon mal gelesen im Chat? Nicht, dass ich jetzt irgendwie ins Fettnäpfchen trete. Weil der Fame macht mich ja halt so. www.brauseabgehoben.de, da findet ihr dann schon seinen Ferrari, den er sich vorbestellt hat. Genau. Nee, hast du nicht. Ah, nee, okay. Siehst du, ich lieg doch richtig.
kenne meine Follower. Ne? So. Ja, bei Seven Days ja machen wir War of the Walkers, aber wie gesagt, wenn ich Swin nicht da ist, mache ich das eigentlich nicht. Ich meine, klar, ich könnte, würde so irgendwie einen normalen Multiplayer-Spielstand auch machen können, aber die Sache ist halt die, ich ja, habe einmal hier das Projekt mit den beiden und vielleicht noch später noch ein paar anderen. Wie gesagt, es basiert ja, hier kann man bei Corona mitmachen, das basiert auf Vertrauen. Also zum ersten Mal, da interessiere ich mich halt für Conan und werde mir das holen. Ja, Conan für PC, für PS4 oder für welche? Und weil für PC, da kommst du etwas zu spät. Das war nämlich bis letzten Freitag für 20 Euro im Angebot bei Steam. Und für mehr würde ich es auch nicht kaufen. Und für mehr rät der Carajo. Also wenn du die realistische Meinung haben willst, dann frag den Carajo über Conan. Naja, du siehst nun mal die Fehler und das ist ja nun mal auch okay. Fuck, ja. Ich würde dann mal die nächste Folge anwerfen, ne? Ja, mach das ruhig. 3, 3, 3. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Corona und Exiles mit dem Brause. Hallo. Hallo. Und dem Captain Carajo. Tag. Einen wunderschönen. Und wieder Regen. So ein Zufall. Ja. So, einen halben Tag hier trocken, jetzt fängt es wieder an. Ich gehe mal noch ein bisschen Punkte machen. Weil ich hätte jetzt noch gerne heute. Ja gut, an dem Tag weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall Level 30. Ist das. Oh, was für Chi. Oh. Das wird noch hart. Ja. Nee, ich war gerade, guck mal, die T3-Fundamente, nämlich diesen Marmor hergestellt, ne? Ja, mit diesen 58.000 Eisen- und Stahlverstärkungsgeräten. Die Stahl und das Holz ist kein Problem, sondern die Ziegel. Ich habe gerade mal 5 von diesen Fundamenten hergestellt. Also ich habe ja vor einigen Tagen nicht aus Jux gesagt, ich glaube, wir bräuchten 6 im Öfen, ne? Ja, das muss aber alles mit ein. Oh, ein Teppich. Sehr schön. Ich fand's gut. Apropos Teppich. da fällt mir ein, wo machst du das? Natürlich Werkbank eines Handwerkers. Oh, das sind viele Leute. Alter Schwede, 38 Zuschauer. Leute, der Carajo, der streamt auch. Willst du jetzt aufteilen in zwei? Ja, sollen sie den Stream ja genießen. Aber wie gesagt, wenn schon so viele Leute da sind, dann kann man auch mal ruhig. Weil der Carajo hat auch viel Werbung für mich gemacht, wo ich noch richtig klein war und hat mich in jeder Hinsicht unterstützt. Da kann ich ja auch mal ein bisschen was zurückgeben, oder? Ja. Ja, ihr habt noch Wandteppiche. Aber sind die Wölfe jetzt heute extra hart oder was ist hier los? Scheiße. Hier gab es noch Wandteppiche. Das gibt's doch nicht. Ja, früher hätten wir, wenn wir uns ein bisschen mehr damit auskennen würden, oder ich mich endlich mal damit beschäftigen würde, hätte ich jetzt auch einfach mal einen Multi. Ja, das gebracht, aber ich bin jedes Mal dusselig dafür. Problem. Was denn? Ich hab vergessen, mein Bett zu aktualisieren. Du bist tot? Ja, und ich bin vor der Höhle gelandet. Das war kein Problem, dann kommst du wieder zurück, das ist ja nicht weit gewesen. Ja. Sozusagen. Das ist ja noch in Ordnung. Klettern ist ja auch kein Problem, wenn du nackig bist. Ich sammle noch ein bisschen Zeug. Ne, das würde ich nicht tun, weil die spawnen von deinem Blut, ne? Was für ein Ding? Die spawnen von deiner Ausrüstung, sag ich mal so. Ich weiß nicht, wie das hier eingestellt ist, habe ich gar nicht geguckt. Wo bist du denn gestorben? Hier wieder im Wolfstal? Vor der Höhle von dem Spinnendings da. Da bist du gestorben. Ja, da hatte ich doch mein Bettlag. Wo du gestorben bist, nicht wo du gestorben bist. Ja, da im Tal der 20 Wölfe da. Ja. Am rechten Äußeren, also zur Basis hin. Hier könnte man einen schönen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich muss mich sehr ungünstig bewegt haben und die waren wahrscheinlich sehr gut drauf. Ja, weil die Wölfe auch wieder alle da sind. Ach, da liegst du ja. Es waren aber nur 2. Boah, der Wolf sieht voll cool aus. Der wird gerade so grün angeleuchtet. Normalerweise packe ich mindestens Leiche. 3. Und ich hatte noch Ambrosia geschluckt. Also ich weiß nicht, warum das so flott ging. Und sterben. Etwas, So, ich nehme mal dein Blut mit. Was? Oh, hab alles, kann alles mitnehmen. Mhm. Na dann. Ich brauche dann nur mal so eine halbe Stunde.
Hast du denn überhaupt dein Bett aktualisiert, Kevin? Nee, siehst du, das ist noch. Aber ich sterb ja nicht. Einer muss immer den ersten Schritt machen. Du stirbst nicht. Nein. Mhm. Nein. Ah, okay. So. Echter Pro-Gamer. Dann machen wir mal wieder Kiste neben der Schmiede, ne, Proxy? Ja. Alles, was. Na gut. Annehmen, ich weiß nicht, woran es liegt. Proxy, aber. Das passt nicht alles in die Kiste neben der Schmiede. pass auf, mach ich anders. Mach ich jetzt anders. Wird es jetzt gerade dunkel oder ist es schon, wird es wieder hell? Nee, es ist noch nicht dunkel. Also ich bin hier noch in der Wüste bei hellem Sonnenschein. Kann da nur am Wetter liegen, glaube ich. Ja, Mädel. Auf geht's. So, dann mache ich das nämlich im Lager. Also ich bin ungefähr eine Minute, sofern mich keiner unterwegs abmurkst, bin ich da. Hinten rechts die Kiste im Lager. Hinten rechts im Lager, okay. Ich sehe schon wieder grün. So, das müsste auch alles von dir gewesen sein. Ich meine, du bist ja jetzt nicht wild darauf, dass ich das Gammelfleisch weggeschmissen habe oder sowas. Oder? Gammelfleisch esse ich, glaube ich, eher weniger, ja. Ja. Gut. So, ich sehe schon den Zaun. Und ich sehe schon die Basis. 50 Steine. Äste. Okay. So, wo war das jetzt da so hier, wo die, Nee, aber nochmal zurück zum Thema Sendung, wenn du noch da bist. Ja, Conan ist schon ein gutes Spiel, aber wie gesagt, der Cap rät es jeden. Für 20 Euro holt es euch, für 40 Euro lasst es lieber sein. Es sei denn, ihr könnt damit leben, dass eben einfach gewisse Sachen, ja, wie sagen mittlerweile Feature, haben. Also es sind wirklich Bugs mit bei, es sind teilweise auch wirklich Bugs mit bei, die nerven, also mich jedenfalls. Du hast mein Zeug hingelegt. Aber was ich gerade mal sagen wollte, heute ist Sonntag. Es müsste gerade, es ist 12 Uhr durch, wenn ich mich nicht irre. Hinten rechts. Es müsste für alle Leute, gerade die jetzt gerade auch bei dem Browser drüben sind, wir sind ja eine 7-Days-Gemeinde. Wir kommen ja viele aus, also alle so, wie wir jetzt hier sind, haben uns durch 7-Days kennengelernt. Es war das 7-Days to Charity-Event gewesen. Und der, da sind über 15.000 Euro zusammengekommen, ne? Mhm. Und der Mukiana hat einfach mal den Best-of von dem Charity gemacht. Ich sag euch ganz ehrlich, das ist Gänsehaut-Feeling pur. Es ist jetzt draußen, es ist alle Streamer oder viele Streamer, die ich jetzt so auch persönlich drin habe, die haben das gerade gepostet. Es ist 12 Uhr, entweder geht auf Mukiana, sein Twitch-Channel, guckt euch das einfach mal an. Das ist eine halbe Stunde. Ja, tolle Danksagen an euch als Community, die eventuell auch dabei waren. Ich kann es nur empfehlen. Oh, sorry, dass ich da mal zwischen geredet habe. Alles cool. Ich denke mal, das darf man ruhig mal erwähnen. So, und für den Proxy habe ich jetzt neben dem Jockschrein, zwischen Jockschrein und Fahrstuhl, eine Zielscheibe hingebaut, damit der Bogen. Kann man den Teil auch mal wieder rausholen? Weiß ich nicht. Muss probieren, geht über studieren, ne? Oh, also die Krabben-Dinger, die scheinen überhaupt nicht zu funktionieren, wa? Nicht wirklich, nein. Nee. Die müssen, glaube ich, tiefer ins Wasser. Ich nehme die jetzt alle weg. Ja, mach das. Weil die sieht müllig aus. Ich werde jetzt mal nebenbei versuchen, die Produktion... bedeckt sein? Ja, würde ich auch sagen. Wir machen jetzt mal eine Produktions... versuchen nochmal die Produktion hier zu verbessern. Dann versuchen wir die Produktion zu verbessern. Ja. Ich, will, ich möchte ganz gerne mal vorsichtig wissen, wie viele Metalle gerade Eisen gerade laufen. Wieso? Würde ich ganz gerne mal wissen, ob überhaupt Eisen läuft gerade. Naja. wir haben ein Riesenlager, da sind ein paar Kisten drin. Und davon ist nämlich eine Kiste voll, weil wir nichts auf Halter haben. Ja, wenn die Leute auch in der Quizfrage, was? Ist ca. 20 cm lang steif, hat Haare dran und macht und schiebt abends da rein, wo es feucht und warm ist. Was? Eine Zahnbürste, was dachtest du? Ah ja. Na, no, Scooter. Dafür ist er bekannt, der Scooter für solche. Wollte gerade sagen, ist das irgendwie der, wer ist das denn immer beim Mac und Zeronia? Verbittert? Oder wer schreibt da immer so eine komischen Witze da rein?
Ja, es ist gut, er macht sowas auch öfters, also. So, ich wollte eigentlich gar nicht so viel Steine, sondern ich wollte eigentlich gerade mal, wie, was brauche ich denn für Schalentieren fangen? Hier fertig, ey, was ist denn hier da? Starsteine, da. Ja, und. Da Ja, und. Eisen. Damit ich nicht hier noch länger Mimimi höre, klopp ich mir jetzt hier den Arsch wund und hole Eisen. Mann, Mann, Mann. Ja, alles gut. Nachher. Ich möchte, dass ihr mal alleine einen Mammut bekämpft. Dann